So, ich bin jetzt hier mittlerweile im Erdgeschoss eingetroffen. Da hat sich der Anblick jetzt wahrscheinlich nicht großartig geändert beim letzten Mal. Also gegenüber dem letzten Mal, es gibt halt hier noch nach wie vor Baustützen, die sollen irgendwie bis zu 28 Tage drin bleiben, müssen aber demnächst dann auch entfernt werden. Und dann ist das hier nochmal ein bisschen luftiger, man kann sich besser bewegen. Aber im Großen und Ganzen passt das schon. Wir hatten auch an ausgewählten Stellen schon mit den Dosen und Schlitzen angefangen hier. Also hier mit Schlitze nachher für die Kabel bzw. Leere, die halt in die Wand kommen, sind aber bei weitem noch nicht fertig. Aktuell die höchste Priorität haben halt die Fenster, weil da gibt es ein fixes Datum, wann die eingesetzt werden, wann der Montagetrupp kommt. Und bis dahin müssen halt die Fensterkontakte verbaut worden sein. Die Fenster selbst, die wurden ja auf Paletten angeliefert. Die größeren Fenster stehen eben noch auf diesen Paletten, so ein bisschen abgedeckt, damit die jetzt hier nicht völlig von Wind und Wetter vernichtet werden. Aber klar, die sind natürlich den Naturkräften erstmal ausgesetzt. Was wir aber getan hatten, weil wir einfach, ich glaube gestern war das, da hatten wir hier jetzt, hatte ich viele Helfer hier vor Ort, dann haben wir uns erlaubt, die kleineren Fenster wirklich in den inneren Bereich hier reinzutragen, durch das Gerüst hindurch. Das war das größte Problem. Man kann dieses Gerüst in dem aktuellen Zustand nicht auseinanderbauen. Also dieses Teil wird hier in Position gehalten durch dieses Teil. Und dieses Teil wiederum geht nach oben und so weiter. Also man kann das Gerüst nicht beliebig auseinanderbauen. Das ist bestimmt so gewollt, damit das halt auch ein bisschen Sicherheit bietet und nicht da irgendwie herausfällt. Das macht es aber schwieriger, hier die Fenster hineinzutragen. Die ganz kleinen gingen, aber da sind auch ein etwas größere dabei. Wir haben auch drei Stück direkt in den Keller getragen. Auch da muss ich eben Vorbereitung mit den Leerrohren treffen, die ich ja im Vorfeld hier schon installiert in Beton hatte. Und jetzt habe ich die Fenster im Inneren. Und wenn ich mir das Wetter außen so ansehe und anhöre, dann war das genau die richtige Entscheidung, weil ja, heute da draußen arbeiten, so wie in den letzten Tagen, wäre wenig spaßig. Das wäre nicht sinnvoll, nicht möglich. Hier nochmal ein paar Eindrücke von der Baustelle, wenn es regnet. Also ja, ich befinde mich jetzt hier im Inneren. Ich bekomme jetzt den Regen oder das Wasser kriege ich nicht ab. Ich habe da jetzt auch schon ein Dach über dem Kopf. Aber bei Regen, bei dem Untergrund, hat man es da doch schon mit sehr viel Schmutz und Dreck leider zu tun. Also lässt sich nicht vermeiden, eine Baustelle ist und bleibt schmutzig. Bei den Fenstern ist es jetzt so, dass ich tatsächlich schon jedes Fenster mindestens einmal in der Hand hatte, beziehungsweise schon mal angefasst hatte, um nämlich da den ersten Schritt des Umbaus vorzunehmen. Es ist nämlich so, dass die Fenster, ja, es gibt hier so ein Teil, ich kenne leider jetzt den Begriff nach wie vor nicht richtig, hat was mit der Verriegelung des Fensters zu tun. Das sitzt eben unten im Fensterrahmen und der Flügel hat dann so Pilzköpfe, die von oben herausschauen und je nach Stellung, entweder halt Kippstellung oder Verriegelung, wirklich verriegelt, fahren diese Pilzköpfe hier von links oder von rechts in dieses Teil hinein und fixieren das Fenster halt und dadurch ist es mechanisch auch abgesichert, verriegelt. Glücklicherweise sind diese Teile in allen Fenstern gleich, also die Fenster kommen halt vom gleichen Hersteller, der verwendet hier das gleiche System. Dementsprechend hat er wirklich überall die gleichen Teile verwendet und eingebaut, verbaut und eingesetzt. Und das hat durchaus Vorteile gehabt. Ich habe mir jetzt hier, ja, hat ein paar Tage gedauert, aber eben ein Konzept überlegt und das getestet. Das hat soweit funktioniert. Und das kann ich jetzt hoffentlich so in der Form oder in leicht abgewandelter Form eben an jedem Fenster so umsetzen. Im ersten Schritt ging es eben darum, diese Teile auszubauen. Also ich musste tatsächlich jedes Fenster einmal öffnen. Man kann es ja sehen, ja auch keine Fenstergriffe, also musste ich provisorisch halt mit dem Fenstergriff den Flügel öffnen. Habe dann dieses Teil herausgebaut, bei zweiflügeligen Fenstern eben sogar doppelt. Habe die dann nach Hause mitgebracht oder mitgenommen und da hat der erste Umbau stattgefunden. Also hier sind jetzt tatsächlich die Reed-Kontakte, die Fensterkontakte schon eingebaut. Das sind so ein bisschen Miniatur-Reed-Kontakte. Die haben wir eben so verbaut. Ich habe da tatsächlich auch Hilfe von meiner Frau erhalten. Den Teil konnte ich outsourcen. Da ging es nämlich darum, mit einem Dremel mechanisch hier so ein bisschen was von unten zu entfernen, damit die Reed-Kontakte Platz finden. Ich kann da auch gerne mal nachher Fotos irgendwie einblenden nochmal. Aber so in etwa schaut die Konstruktion eben aus. Also man sieht das auch von oben quasi gar nicht. Das ist jetzt der Anblick von oben. Das Teil schaut von oben, nachher, wenn das verbaut ist, genauso aus wie vorher. Nach unten weg gehen halt diese vier Adern, sind es insgesamt zwei Reed-Kontakte mit jeweils zwei Adern, insgesamt vier Adern. Die gehen dann eben nach unten in den Fensterrahmen weg, werden dort an ein Kabel gelötet und das Kabel geht dann halt über ein Leerrohr irgendwie zur nächsten Verklemmungsstelle, dort, wo dann die Eingänge halt sind für den KNX-Bus, in meinem Fall wird das werden. Und die fragen dann eben die Reed-Kontakte ab. Auf den Pilzkopf, da wird ein Magnet angebracht, der hält. Glücklicherweise habe ich Magneten schon parat gehabt, die
von der Größe her genauso groß sind wie der Pilzkopf, aber den kann man dann alternativ dazu nochmal irgendwie mit Sekundenkleber oder irgendwas fixieren, dass er da auch über die Jahre und Monate eben nicht verrutscht. Und sobald eben der Pilzkopf jetzt hier hineinfährt, löst der Rekontakt aus, ändert seinen Zustand und das kann man eben abfragen und weiß dadurch, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Das funktioniert soweit, das habe ich eben an einzelnen Fenstern schon getestet. Jetzt geht es in die Umsetzung und dafür muss man halt jetzt jedes Fenster mindestens ein zweites Mal anfassen. Ich habe hierfür eben ein paar Böcke mit dabei, so Klappböcke, damit ich die jetzt hier eben schön und möglichst, ohne sie zu beschädigen, zu zerstören, nochmal ein bisschen mit Folie halt geschützt. Auf diese Böcke kann ich das Fenster legen, kann den Flügel aufklappen, kann auch den wieder abstützen und dann da halt ein bisschen herumspielen. Das ist dann schon im Detail. Also das erste Fenster haben wir gestern tatsächlich komplett umgebaut. Das war ein großes Fenster, aber das hat dann im Detail dauert das dann schon mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden, zumindest bei dem ersten Fenster, bis man da wirklich zufrieden ist mit dem Ergebnis. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt schneller werden wird, aber bei insgesamt 18 Fenstern, ich glaube 16 davon sind verschließbar und öffnbar, zwei Fensterglasungen haben wir, wird das letztendlich eine Weile dauern, bis man da durch ist. Ich werde mich jetzt bei dem schlechten Wetter hier im Inneren den kleineren Fenstern widmen und auch das eben durchführen. In zwei Wochen sollen die Fenster eben installiert werden und ja, bis dahin muss das alles fertig sein. Die Monteure werden sicherlich nicht warten, dass ich da jetzt irgendwie mit dem Lötkolben hinterherlaufe. Ich muss das halt so weit vorbereiten, dass das jetzt für die Monteure möglichst keinen Mehraufwand bedeutet. Und daher gibt es hier noch ein bisschen was zu tun.
Hallo nochmal, und zwar sind wir jetzt hier gerade ganz gut im Flow, was das Installieren der Fensterkontakte angeht. Und das wollte ich jetzt eben beispielhaft anhand eines Fensters mal kurz dokumentieren. Ich würde mich auch freuen, wenn man da irgendwie, vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen, vielleicht kann man da das noch besser machen, könnt ihr mal in den Kommentaren oder so hinterlassen. Dann ärgere ich mich, sobald dann die Fenster installiert sind und ich das nicht mehr ändern kann in 2, 3 Wochen. Wie dem auch sei, wir hatten hier eben einige Fenster schon hineingetragen. Die sind jetzt im Inneren, hat sich jetzt beim Regen ganz gut angeboten. Diese zwei sind jetzt im Prinzip auch schon fertig. Man kann sehen, da schaut irgendwie Leere und Kabel seitlich heraus. Und ja, das gilt es jetzt eben bei allen Fenstern so durchzuführen. Der erste Schritt ist immer, das Fenster erstmal hier an der Arbeitsstätte eben aufzubocken, zu öffnen. Also das kann man jetzt hier ganz gut sehen. Der Flügel wird eben geöffnet, auch nochmal abgestützt, dass das eben alles so ruhig herumliegt. Und dann ist eben der nächste Schritt. Ja, Schritt 0 war ja im Vorfeld diesen Verschluss eben auszubauen und ihn vorzubereiten. Schritt 1 ist dann eben die Bohrung durchzuführen, genau in der Mitte, da wo die Kabel dann eben herausschauen. Also wir haben hier die Kontakte vorbereitet. Dieser Verschluss schaut ja in etwa so aus. Und wir haben das eben so gestaltet, dass die Kabel genau in der Mitte zwischen den beiden Löchern, wo eben die Schrauben durchgehen zur Befestigung, die Kabel herausschauen. Das heißt, da wo ich schon das markiert habe, werde ich jetzt eine Bohrung durchführen. Hier von oben ein bisschen kleinerer Durchmesser, einfach nur, dass die Kabel durchpassen. Von unten fahre ich das Ganze mit einem Leerrohr an. Da ist die Bohrung größer und wenn ich mit diesem Schritt eben durch bin, beziehungsweise ausgeführt habe, nehme ich euch gleich nochmal mit. Vorab nochmal vielleicht die andere Seite kurz, damit man sich das besser vorstellen kann. Also das ist jetzt eben die Fensterunterseite. Da kommt eben das Fensterbrett, Fensterbank, wie auch immer hin. Hier gibt es eben so eine Plastikschiene, die steht eben unten, damit eben das Fensterbrett auch hier noch ein bisschen Platz hat. Und die Idee ist es, hier mit einem Leerrohr seitlich herauszukommen. Das Fenster ist jetzt zum Beispiel hier das Küchenfenster. Ich habe das bisher jetzt immer so gemacht, dass ich die Leerrohre immer links, beziehungsweise immer dort, wo der Verschluss ist, herausfahren, mit denen herauskomme. Also dieser Verschlussmechanismus ist ja hier. Das heißt, ich fahre mit dem Leerrohr das Ganze von der linken Seite in dem Fall an, einfach damit man irgendwie vorhersehen kann, wie die Kabel nachher verlaufen, habe ich mir gedacht. Jetzt gilt es eben, diese Leiste erst einmal abzuschrauben und den Fensterrahmen soweit durchzubohren. Das führe ich jetzt eben mal durch und ja, zeige euch dann wieder kurz das Ergebnis. So, das war jetzt der Bohrschritt. Also ich habe jetzt hier einmal durchgebohrt von oben, da wo der Kontakt hinkommt oder die Kontakte, die Kabel durchgeführt werden, und von der anderen Seite kommen wir die wieder heraus. Das ist jetzt erstmal vorgebohrt und wird jetzt nochmal größer nachgebohrt, aufgebohrt für das Leerrohr. So, jetzt habe ich das Loch von unten eben aufgebaut mit dem passenden Durchmesser, sodass ich mit dem Leerrohr hier eben hineinkomme. Und das bleibt dann eben hier so. Von unten geht es in das Fenster hinein und von oben kommt eben dieser Verschluss mit den Kontakten hin. Und in dem Leerrohr verläuft dann das Kabel. So, und als weiteren Zwischenschritt habe ich das Leerrohr jetzt hier noch in diese untere Leiste einführen müssen. Das geht hier eben seitlich hinein. Das schaut vom Profil her so aus. Geht in eine der Kammern. In der mittleren Kammer zum Beispiel werden die Schrauben durchgeschraubt. Also da kann man das nicht entlang laufen lassen, sondern das ist jetzt die zum Rauminneren gewandte Kammer. Und die kommen dann halt hier von oben, auch wieder mit einer Bohrung, kommt das Ganze hier oben heraus und wird jetzt hier so eben hineingesteckt. Und der nächste Schritt ist dann auch schon ein elektronischer. Und zwar sind das hier die Anschlusskabel der Read-Kontakte.
die kürze ich jetzt ein und verzinne eben die Enden vorne, damit man dann eben das Kabel, das hier ankommt, das ist so ein Y-STY-Kabel mit 2x206 und das wird dann zusammengelötet und verschrumpft. Auch da zeige ich euch gleich nochmal das Ergebnis. Jetzt das Zwischenergebnis aus. Hier gibt es halt die jeweils zwei Anschlusskabel der Fensterkontakte bzw. jeweils zwei Adern pro Fensterkontakt. Die sind dann mit den Adern des ankommenden Y-STY-Kabels verbunden. Das ist von der Kodierung her immer so, dass Rot und Schwarz zusammengehört und den linken Kontakt eben anfahren und Gelb und Weiß gehören zum rechten Kontakt von hier aus betrachtet und das kann man dann eben auf der anderen Seite des Kabels da hinten irgendwo dann abgreifen, das Signal. Jetzt wird das eben hier noch mit so Schrumpfschläuchen abgesichert, sodass es eben sich nicht gegenseitig kurzschließt. Dann gibt es da noch einen großen Schrumpfschlauch, der um das alles drum herum kommt, einfach so ein bisschen als Zugentlastung und zusätzlicher Schutz und dann kann das eben schon verbaut werden. So, jetzt haben wir das Kabel hier eben einmal schon durchgezogen. Das kommt hier unten heraus, geht ins Leerrohr und schaut dann hier auf der anderen Seite heraus. Außerdem haben wir hier diese Lötstellen eben nochmal eingeschrumpft mit Schrumpfschlauch. Und jetzt kommt ja nochmal final ein größerer Schrumpfschlauch um das alles drumherum eben, in etwa so, um auch das nochmal so ein bisschen zu schützen. Und dann wird das so, wie es jetzt ist, eben hier in den Fensterrahmen eingezogen und
verbaut. So, jetzt ist auch der letzte Schrumpfschlauch hier drüber und jetzt wird das Ganze eben hier von dieser Seite aus eingezogen. Und dann schauen wir noch, dass das Kabel hier so eine kleine Schlaufe im Rahmen macht, einfach damit man das im Nachgang vielleicht nochmal herausziehen kann, falls irgendwas hier mal kaputt ist oder ausgetauscht werden muss. Und dann geht das hier eben über dieses Leerrohr heraus. Das ist ein relativ dünnes Leerrohr mit Innendurchmesser 10 mm, Außendurchmesser 13 mm. Das schaut hier jetzt in etwa einen halben Meter heraus. Und das wird wiederum geführt in ein größeres M20-Leerrohr, einfach um da sich leichter zu tun beim Kabel einziehen, wenn es da irgendwo um die Ecken geht. Das kritische Stück ist halt hier vor allem dieser Winkel, aber das hat jetzt im Test so ein bisschen gezeigt, dass man da mit Geduld und Spucke und diesem Gleitmittel da das Kabel hineinbekommt. Und das ist jetzt der Anblick unmittelbar vor dem finalen Zusammenbau. Dieser Verschluss hier oben ist eben schon eingesetzt. Jetzt sieht man hier natürlich noch ein bisschen Sägespäne, die saugen wir nachher noch weg. Aber ansonsten sieht man von hier oben wirklich gar nichts, was das Kabel und so weiter angeht. Das wird jetzt hier eben noch mit diesen zwei Schrauben fixiert. Unten kommt das Kabel hier halt heraus und wird dann über das Leerrohr hier nach außen geführt. So sieht jetzt das Resultat aus, wenn alles verschraubt ist. Also wir haben jetzt diese Leiste hier auch wieder angeschraubt und von oben auch diesen Verschluss eben angeschraubt. Man kann sehen, beziehungsweise man sieht hier eigentlich nichts. Das ist jetzt hier eine saubere Sache. Das Kabel geht jetzt eben weg, wird da hinten gerade gehalten an das Multimeter. Jetzt gibt es nochmal einen finalen Test mit beiden Magnetkontakten und dann sind wir mit dem Fenster soweit durch. Jetzt testen wir das Ganze nochmal kurz. Hierfür hat sie es eben angeboten, einfach mit einem kleinen Magneten, den kleinen Magneten hier hin zu tun. Du hältst jetzt rot und schwarz, das heißt, dieser Magnet müsste auslösen, dieser Fensterkontakt. Und das tut er gerade nicht. Hier sind wir. Okay. Also rot-schwarz löst aus. Dann die anderen zwei, genau. Gelb-weiß. Nochmal. Und auch der löst aus. Und dieser kleine Magnet kommt nachher halt auf diese Pilzverschlüsse hier, auf diese beiden. Also in etwa so. Und dann beim Verschließen bzw. beim Kippen fahren die halt dann da rein. Lösen den Read-Kontakt aus und man kann den Zustand so abfragen. Das hat sich eben bewährt. Mittlerweile sind wir da recht zügig unterwegs, brauchen pro Fenster so eine halbe Stunde in etwa. Sind mit diesem jetzt fertig, laden das kurz ab und machen uns übers nächste. Bis zum nächsten Mal.